So. Da sind irgendwelche restlichen Bauteile. Gut, mal gucken, ob es flippt. Oder ob es so durchhält. Oder ob es irgendwelche Dinge verliert. Vor allen Dingen auch, es kommt ja doch schon fast mit Orbitgeschwindigkeit runter. Also da hat nicht viel gefehlt für die Second Stage. Und auch normalerweise wäre es so, dass wenn sie das. Also eigentlich würde ich mit der Second Stage gerne es bis in den Orbit schaffen, das andere Gerät absetzen und dann halt einen ganz kleinen Bremsburn machen, um wieder einzutreten. Also es wäre schon orbitale Gesch oder fast Orbitgeschwindigkeit. Es sieht aber zumindest erstmal so weit bisher gut aus, dass der Heatshield vorne bleibt. Er steuert auch nicht wirklich viel gegen. Also auch das scheint okay zu sein. Wo ist das andere Teil? Da, 1,5 Kilometer, okay. Also bisher funktioniert der Wiedereintritt relativ okay. Rein und wieder rauszoomen. Also so kann man rauszoomen und sich die beiden Dinger angucken, wie sie wieder eintreten. Genau. So kommen sie da jetzt am Nachthimmel entlang geschossen. Und jetzt werden wir es überholen, weil es stärker abgebremst wird als wir. Wir haben dann doch mehr Masse. So, aber bisher. Oh. Ah, also zum Ende hin kriegt er ein bisschen Probleme. Aber es scheint zu reichen, dass der Heatshield vorne bleibt, also weit genug vorne bleibt, um das Schlimmste abzufangen. Er will auch ein bisschen ausbrechen, aber er ist halt auch nicht mehr so schnell. Das sieht gut aus. Das schafft er. Ja, das Center of Mass ist ungefähr hier so gewesen. Also ich habe es versucht, mit der Batterie ein bisschen runterzuziehen. Aber es scheint lange genug zu reichen, dass er stabil liegen bleibt. Für unsere Zwecke. Weil dass er jetzt ganz unten bei langsamer Geschwindigkeit in der dickeren Atmosphäre dann weggekippt ist, fand ich jetzt nicht so schlimm. Weil da hat er wohl nicht mehr so viel Hitze abgekriegt, dass ihn das gestört hat. So, jetzt fallen wir runter. Bei ungefähr 3000 Meter pro Sekunde macht er die Schirme auf. Das heißt, wir können hier eigentlich auch das SRS abschalten. 6000 Meter, 5000 Meter, 4000 Meter, 3000 Meter. Jetzt müssten gleich die Schirme kommen. Jawohl, Schirme sind raus. Und Full Deploy bei 2000. Wir bremsen ab auf 6, das sieht gut aus. Das sollte er überleben von der Landung. Gut, also Second Stage scheint so zu funktionieren. Damit kann man arbeiten. Die scheint auch einen Wiedereintritt zu schaffen. Stimmt, der Blater können wir deutlich nach unten ziehen. Also wir haben jetzt verbraucht nicht mal 200. Das heißt, wir können mit 200 Ablator weniger starten. Das ist ein guter Einwand. Das wird wahrscheinlich auch bei der Kapsel der Fall sein. Da können wir auch schon mal den Ablator auf jeden Fall halbieren. Gut, also. Dann wissen wir schon mal, Second Stage funktioniert, der Wiedereintritt. Wir können Ablator einsparen, um noch ein paar Delta-V rauszuquetschen. Dann müssen wir uns jetzt nur noch um das Thema First Stage kümmern. Die war nämlich nicht so Idealstandard. Weniger Ablator, höherer Schwerpunkt. Ja, ist natürlich auch ein Argument. Das muss man dann wahrscheinlich nochmal testen. Wäre ich aber bereit einzugehen, das Risiko bei der Second Stage, das nochmal auszuprobieren, weil das Gewicht, was wir da oben sparen, trotzdem was bringt. Was flog denn da? Okay, Recover Vessel. Wir haben unsere Second Stage erfolgreich recovered. Das ist doch schon mal was wert. Ja, jetzt muss man noch überlegen, wie wir das mit der First Stage hinbekommen. Mal schauen. So. Bevor
bevor wir bauen, holen wir aber mal noch fürs Testen den Luis zurück, denn auch da wollen wir natürlich lernen, wie unser Raumschiff beim Wiedereintritt so performt. Also ob es überhaupt performt. Oder ob alle ganz fürchterlich draufgehen, in dem Fall Luis. Das hoffe ich aber auch nicht. Weil dann haben wir zumindest schon mal aus unserem Erstflug Forschungsdaten gesammelt. Und ich sag mal so, für einen Erstflug eines neuen Prototypens ist es ja schon mal ein schöner Ansatz, dass es überhaupt im Orbit angekommen ist, finde ich. So, aber wir kommen gerade auf die Tagesseite zurück. Sehr schön. Wo ist denn Kerbin Space Center? Wird gerade ins Dunkle gehen. Okay, dann machen wir mal eine ganz normale Landung. So. So, wir bremsen jetzt unser Raumschiffchen auf Wiedereintrittsgeschwindigkeit. Also, wir werden mal auch ein bisschen aggressiver reingehen, einfach um zu gucken, was passiert. Also, ich würde so auf 20 Kilometer runterbremsen. Dann machen wir gleich den Fallschirm fertig. Und dann gucken wir mal, was der Wiedereintritt so mit uns vorhat. Ist ja ein Erstversuch. Das sollten wir halt schon mal testen, weil es ist halt nicht nur eine Kapsel, es ist halt auch noch dieser Container dran, wodurch wir uns so ein bisschen von dieser kapselartigen Form lösen. So. Also einmal die Dinger hier einstellen. 3000 Meter und 2000 Full Deploy klang ganz gut. Zack. Und scharf gemacht. So. Dann müssen wir jetzt nur noch unsere Solarpaneele einklappen. Die wollen wir ja gerne auch mit zurückbringen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Würde ich sagen. Schwie. Und Atmosphärenkontakt. Gut, wir fangen mal an mit Zeitraffer. Ich befürchte, für die Tanks wird das nicht richtig gut laufen. Wäre jetzt so meine Vermutung zumindest. Aber gucken wir mal. Vielleicht für die Triebwerke auch nur so medium gut, aber auch da gucken wir mal. Mal sehen, was bei rumkommt. Hohoho, so viel Habitation, da könnte man für immer bleiben. So, bis 50 Kilometer Höhe sieht das alles schon mal relativ entspannt aus. Jetzt kommen die Hitzeeffekte langsam rein. Er hält sich relativ sauber auf Retrograde. Keine größeren Anstalten hier unten irgendwie rumzureißen. Okay, jetzt schauen wir mal. Ein bisschen am Wanken. Und bisher haben wir auch noch nicht viel thermische Last auf der ganzen Kiste drauf. Wir sind auch erst langsam am Bremsen. Noch relativ hoch von der Luftschicht. Achso, wir könnten noch unsere Brakes ausfahren, ne? Zack. So, die Airbrakes müssten uns hoffentlich relativ gut stabilisieren. Gut, sie werden auch ein bisschen heiß, aber das ist okay. Solange sie nicht verbrennen, dürfen sie gerne heiß werden. So, Ablator verbraucht sich auch eher langsam. Also ich denke, auch da haben wir deutlich Puffer noch. Okay, wir verlieren jetzt ein bisschen das Retrograde. Wahrscheinlich, weil wir ein bisschen Auftrieb bekommen. Ja, wir bekommen ein bisschen Auftrieb im Hintern.
Scheint aber unkritisch zu sein für die Hitze. Ja, hier seht ihr den Auftrieb, den wir durch die Kapselkonstruktion haben. Ja, da sind Airbrakes dran und die sind auch offen. So. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, also relativ vernünftig beim Wiedereintritt verhalten. Gut, dann können wir jetzt unsere kleinen Öhrchen auch wieder anlegen. Ja, ja. Ich weiß, dass die eigentlich andersrum gedacht sind, aber ich baue sie sehr gerne so rum an. Und bitte lasst mir diesen Spleen. Baut sie bei euch gern richtig rum an. Ich finde sie so besser. Ich mag das, wie die aussehen. So macht das für mich auch irgendwie mehr Sinn, dass die so aufgehen. Hui. So. Okay, das sieht aber echt gut aus. Also mit den Airbrakes können wir sogar relativ kontrolliert dem Retrograde folgen. Jetzt gucken wir mal, was die Fallschirme machen. Beschleunigen sie dann das Wessel nicht? Nein, tun sie nicht. Tatsächlich haben sie exakt den gleichen Bremseffekt scheinbar, als wenn man sie andersrum anbaut. So, bei 3000 Meter kommt der Fallschirm. Jawohl, zwei Fallschirme kommen raus. Und zwei Fallschirme gehen in den Full Deploy. Und wir gehen runter auf. Das ist aber schon geschmeidig schnell, muss ich sagen. Das sind dann so ungefähr 36 km/h. Ja, da können wir mit unserem Triebwerk gleich ein bisschen gegenarbeiten, wie bei so einer Sojus-Kapsel. Das ist schon ordentlich. So, letzten paar Meter. Dann gucken wir gleich nochmal, dass wir bisschen mit dem Triebwerk gegenarbeiten bei der Landung. Jo, Heat Shield hat es nicht überlebt, hat aber dafür den Aufprall gut gebremst und ja, der Heat Shield, naja, dann ist er halt weg. Der war bei 630, da hatte ich gerade nochmal geguckt, also auch da werden wir wahrscheinlich mit 200 bis 300 Ablator ganz gut arbeiten können, falls wir mal aus einer etwas höheren Umlaufbahn kommen. So. Recover Vessel, aber erster Testflug nicht ganz unerfolgreich, also das war schon mal ganz okay, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal, was wir damit umsetzen können. So, also erster Schritt ist auf jeden Fall mal, den Ablator ein bisschen zu reduzieren. Da werden wir nicht ganz so viel brauchen. 200 für die Second Stage ist, glaube ich, ein guter Anfang. Und ich würde mal in das Raumschiff 300 Ablator erstmal reinnehmen, wenn wir dann mit der Zeit lernen, dass das immer noch viel zu viel ist. Wir können auch mit 160 gehen. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Das sind schon Delta V, die wir uns da einsparen. Okay, 160 hier. Und hier machen wir dann die 320 draus. Okay. Gut. So. Dann Rakete ein wenig nach oben. Ah, ich überlege gerade. Ich glaube, wir skalieren das ein bisschen größer an dem Part hier. So, dafür haben wir doch aber ein 375er Payload Fairing, oder? Dann können wir hier nämlich einfach eine schöne Rakete draus machen, bis Abtrennung erreicht ist. So.
Und bauen uns da jetzt einfach mal eine ordentliche Rakete drunter. Bevor wir da so lange rumtüfteln. Weil so sind wir die ganzen Aerodynamikprobleme los. Die löst das Fairing für uns. Wie lange streame ich heute? Ich streame heute bis circa 18 Uhr, also noch etwas über 10 Minuten. Ungefähr. Mal gucken. Kann das Hütchen über dem Dockingport aber weg? Das stimmt, das Hütchen über dem Dockingport kann dann tatsächlich weg. Das braucht keiner mehr. So. Auch wieder Gewicht gespart. Hervorragend. So. Jetzt kommen wir zum Bastelspaß. Wir brauchen dann Aufsätze für unsere Triebwerke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schlecht gezählt. Ich wollte 8 haben. So. Hier nehmen wir Reliance. Ah, das Spiel flippt aus. Natürlich ist das dann kein SSTO mehr. Das heißt, heißt es ja auch Falcon 9, aber es ist relativ wiederverwendbar. Das reicht mir als Anforderung. So, und in die Mitte packen wir ein Swivel, um die Steuerung zu übernehmen. Ich überlege gerade, ob ich das Swivel 1 größer skaliere. Oh. Vorsichtig skaliere. So. Gut. Was sagt denn Freund Thrust Weight Ratio? Sagt 137, Atmospheric 115. Das ist ein bisschen dünn, ne? Fünf ist für den Start ein bisschen wenig. Dafür haben wir auch massig Überschuss an Delta V. So. 4, 8, da können wir immer noch ein bisschen runtergehen. Lasst uns mal ein bisschen mehr Toleranz anfangen. So, da sind wir Atmospheric bei 142. Das ist tatsächlich eine relativ okayische Thrust-Weight-Ratio. Cluster hier zusammenbasteln. Zack, für ihn auch. Ein bisschen höhentechnisch mit einfügt. So. Und dann probieren wir vier Landebeine aus. Obwohl ich eigentlich jetzt eine echt faire Chance hätte, mit diesen Landing Legs zu arbeiten. Mal gucken. Habe ich nicht. Das wirkte nur so. Okay, dann sind es doch die hier. Das sieht gut aus. So, die können aber gerne retracted starten.
Du brauchst keinen Cube. Einen Nosecone kannst du Radial anbringen, dann etwas reinschieben. Was? Kein Cube, einen Nosecone kannst du Radial anbringen, dann etwas reinschieben. Verstehe ich nicht, aber mit den Cubes funktioniert es eigentlich auch ganz gut. So, open. Strom haben wir. Die können wir jetzt ein bisschen größer skalieren. Da haben wir wahrscheinlich mehr Reichweite. Ha, 2 Milliarden. So, zack. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch Airbrakes für einen Wiedereintritt. Zack. Nee, das war schon wieder nicht so schön. Oh Gott. So. Die 4 werden schon reichen. Müssen reichen. So, neuer Anlauf, würde ich sagen. Zack. So, dann kommt das Fairing, müssen wir noch einstellen. Da hätte ich gerne Clamshell Deploy mit 4 Seiten und einer 300er Ejection Force. Zack, dich einmal nach vorne durchstrutten. Dich einmal nach vorne durchstrutten. Achso, du sollst auch zum Root Part. So. Ich denke mal, das sieht ganz vielversprechend aus, dass das klappen könnte. So, dann Fairing auf. Das starten. Der obere zuerst, jawohl. Diesen da unten, jawohl. Der ist da oben. Okay. Das dürfte hinhauen. Alle raus. Luis rein. So, dann machen wir jetzt noch einen letzten Testflug für heute. Um mal zu gucken, wie diese Variante der Falcon sich so verhält. Ich würde hier tatsächlich sogar mal gucken, ob wir nicht die gegenüberliegenden Flächen dafür nutzen, kleine Kontrollflossen mitzunehmen. So. Ja, klein trifft es ganz gut. So. Gut, kleine Kontrollflossen, check. Damit kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Versuchsstart mit unserer Falcon 9-Konstruktion. Und schauen mal, wie die sich so verhält. Wir müssen halt mit der ersten Rakete einfach ein bisschen weiter rauskommen. Habe ich statt den Decouplern oben schon einen Stack Separator? Ich habe keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Kann diese Frage also leider nicht beantworten. So, sieht auf jeden Fall schon mal sehr raketenmäßig aus. Dann gucken wir doch mal. 3, 2, 1 und los. Es fliegt. So viel kann ich schon mal vermerken. Es fliegt. Okay, wir haben nicht sehr viel Kontrolle. Also es fliegt sehr. Es steuert sich sehr hart, also beziehungsweise es lässt sich steuern, aber ich habe nicht überdimensional viel Spiel oder sowas. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal Front Gravity Turn spielen. Theoretisch sollte das ja tun. Saugt auf jeden Fall schön den Tank leer.
Okay, wir haben jetzt Apoapsis 40 Kilometer. Macht bei 200 Metern aus. So. Jetzt machen wir das Fairing auf. Nächste Stufe an. Und wir fliegen weiter. Ich mache diesen Start hier noch fertig. Gucken wir mal. Ich befürchte, dass uns das hier aus der Zone rausfallen wird. Aus der Kontrollzone. Mal gucken, ob wir es noch kontrollieren können oder ob es dann schon abgestürzt ist. Ich meine, es ist jetzt auch noch relativ gut unterwegs und nimmt Höhe mit uns zusammen. Das heißt, wir können eigentlich auch noch Zeit schinden oder müssten noch eine Chance haben, das Ding abzufangen, bevor es ins Wasser knallt. Mal gucken, noch steigt es. Und noch ist es auch da. Also er löscht es halt einfach irgendwann. Come on, come on, come on, gib Gas jetzt hier. Weil das muss natürlich vom Timing her auch funktionieren, dass unsere First Stage noch nicht vom Spiel wieder gelöscht worden ist. Sie beginnt jetzt langsam abzustürzen. Wenn ich das richtig sehe. Wir haben noch ein bisschen was zu beschleunigen. Wie gesagt, ich hoffe, sie ist noch da, wenn wir rüberkommen können, um die Kontrolle zu übernehmen. Aber ich muss das Ding hier einmal sicher in Orbit schieben, sonst sind wir nachher sehr traurig, dass Luis tot ist. 55 Kilometer noch. Kilometer. 50. Wir haben nicht mehr lange, wir haben nicht mehr lange. Wir müssen noch ein paar Sekunden brennen. Dann kann ich rüberschalten. Oh, das Ding. Ja, jetzt kommt es langsam in einen sehr kritischen Bereich. Na komm, jetzt gib mir endlich vermaledeiten Orbit. Da, komm, 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 komm. So, und aus. Switch to. Mal gucken. So, also das Timing hat schon mal geklappt. Jetzt schauen wir mal, ob die Nummer mit der Landung klappt. Wir haben natürlich diese ganzen Burns, die man eigentlich machen sollte. Haben wir jetzt nicht getan. Tidim. So, zack. Airbrakes raus. Airbrakes raus, komm schon. Retrograde. Oh. Oh. Suicide Burn Delta V ist noch bei 800. Das ist deutlich zu viel. Ich hoffe, das relativiert sich gleich noch ein bisschen. 600. Wir haben noch 406 Delta V. Okay, wir bereiten unsere Landebeinchen vor. Oh Gott, das wird schwierig. Das wird schwierig, Freunde. Aber eigentlich müsste man da muss ich mir auch noch meine Action Group machen, um alle anderen Triebwerke zu deaktivieren. Eigentlich müssten wir das auf einem Triebwerk machen. So, ich probiere jetzt das Timing gut hinzubekommen. Wir haben theoretisch sogar ein bisschen Toleranz. Und los geht's.
bisschen verschätzt. Okay, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, das macht Sinn, aber es hätte geklappt. Also rein von der Delta-V-Toleranz her, hätte es funktioniert. Also wir hatten noch so 100, 150 Delta-V tatsächlich Puffer. Lehrstück daraus ist, ich würde das gerne nur auf dem mittleren Triebwerk probieren, weil ich dann einen längeren, kontrollierteren Burn machen kann, so wie das die Falcon eigentlich auch macht. So, und damit haben wir heute aber, glaube ich, ja, viel rumgetüftelt, aber auch ein bisschen was geschafft. Ist ja keiner draufgegangen. Genau, Trust Weight war super gut. Da können wir auf jeden Fall noch was rausnehmen. Und dann würde ich sagen, ist für heute erstmal Schluss. Nächstes Mal verfeinern wir das Ding hier noch und machen das fertig. Und dann haben wir, glaube ich, ein schönes, wiederverwendbares Gefährt, mit dem wir in den Orbit fliegen können und auch wieder zurück. Und wenn uns danach ist, sogar die erste Stage recovern. Das würde ich dann nicht jedes Mal machen. Das würde mir persönlich total reichen, wenn ich weiß, dass es theoretisch geht, weil so sehr nagen wir nicht am Hungertuch. Und wenn wir dann mal einen guten Tag haben, machen wir es einfach. Gut, dann sage ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.